Hallo Nachbar, ich begrüße Sie heute herzlich zu unserer fünften Sendung und ich bin froh, dass wir mal aus unserem kleinen Studio herausgekommen sind und freue mich, eine Band, die in Sicherheit in Zukunft auch noch von sich hören lässt, vorstellen zu dürfen. Am besten stellt ihr euch mal selbst vor. Das Ja, ich bin Mono, ich singe und spiele Gitarre. Ist das Rob? Say hi, Rob. Hi, Rob. Hi, Rob. Hi, Rob. Dann haben Ich wir bin noch. der Rob. Hier Wir haben ist. noch zwei Herren im Ich bin Dirk, Schlagzeuger. Ich bin Stefan, spiel Bass. Gut, okay. Also was uns interessiert, ist zum Beispiel, wie lange die Band schon existiert, wie ihr euch zusammengefunden habt. Na, das fing an so ungefähr vor 3 Jahren. Da haben Dirk und ich uns getroffen und die anderen Mitglieder sind so nach und nach zugekommen. Genau, zusammengekommen. Genau, ich kriege immer hier ein bisschen Hilfe mit der Aussprache und so. Ja, und seit in dieser Formation jetzt spielen wir seit ungefähr 1 Jahr jetzt. Ihr seid keine typische Berliner Band, ihr seid so ein bisschen international Ja, besetzt, ein hast du mir bisschen. heute schon mal gesagt. Du kommst Genau. aus den Staaten, er kommt aus Ich komme aus Australien. Der Australien. kommt aus Amiland. Ja, genau. Genau, gut. Also ihr seid auch momentan im Studio, hast du mir erzählt. Ja, also das heißt, wir Und gehen jetzt demnächst im Studio und werden dann eine Produktion machen für ein paar Wochen. Und ist eine Plattenproduktion beabsichtigt. genau, ja. Gut. Wie seid ihr auf den Namen gekommen, Black Money? Naja, das ist eine gute Frage, weil die Band auch als Black Monday vielleicht nicht so lange mehr existieren wird. Das ist nämlich ein neuer Name im Angriff im Moment. Und zwar Fanman. Fanman. Vergiss es nicht. Fanman, ja? Fanman. Fanman. Was heißt das? Was bedeutet Fanman. das? Fanman. Nichts, gar nichts. Gar Das nicht. ist nur ein Nee, das haben wir für ein Buch genommen. bedeutungsloser Name. Genau. Aber bei euren Songs ist es anders. Die haben Bedeutung. Um was geht es da bei euren Titeln, die ihr so schreibt? Ach, ne, alles Mögliche. Also, was wir halt versuchen, ist immer. Also, ich glaube, da sind kaum Liebessongs bei uns. Also, wir versuchen also fundamentale. Also eher größere Themen mit den Songs behandeln, aber mehr mit ein bisschen humoristischen Sinne irgendwie. Wie seid ihr denn musikalisch beeinflusst worden? Ihr beide könnt ja auch ein bisschen noch zu uns kommen. Ja. Ja, passiert? Ja, bitte. Bitte? Wie seid ihr musikalisch beeinflusst Ja, ich von Arnold Schönberg und der Herr hier auch. Ja, Musik konkret. Gut. Wir kommen eher aus die Wildecker Herzbuben, ja. Herzbubenschule. Ihr spielt auch noch in anderen Bands, oder ist das Black Monday, ist das so ein komplettes Produkt irgendwie, Das ist kompletter worauf in Produkt, Zukunft also gearbeitet wird, ganz genau. konzentriert und ihr habt da eine Hundertprozentig. Menge vor auch. Welches Publikum wollt ihr ansprechen? Alle. Und die Großmutter Alle, vor ja, allem. auch die Großmütter, hallo, die wollen wir auch mal ganz freundlich begrüßen heute. Genau, hallo Großmutter. Okay. So, und ihr spielt auch demnächst mal live. Genau, also wir spielen am 8. Mai im Quasimodo und es wird so gegen 10, halb 11 anfangen. Und heute hören wir einen Titel von euch. Wie heißt der? Um was geht es da? Der heißt I Sleep Too Much. Ich schlafe zu viel auf Naja, Deutsch. darum kann ich dich nur beneiden. Ja. Also in diesem Sinne, für mehr Schlaf möchte ich unser Publikum damit von uns verabschieden und wir sehen uns dann demnächst. Gut, das war's. Thank you.